André Robillard gehört zu den bekanntesten Künstlern der Art Brut. Er begann Anfang der 60er Jahre aus Schrott und Abfall Gewehre zu konstruieren. Später kamen dann Weltraum, Flugobjekte und Tierskulpturen hinzu. Und das Faszinierende ist, dass er wirklich aus den ganz alltäglichen Dingen unseres Lebens diese Wunsch- und Traumobjekte realisiert. Und das Besondere dieser Ausstellung ist auch, dass wir versucht haben, diese Objekte wieder zum Leben zu erwecken, in Leben einzuhauchen in diesen drei Kosmen: Waffen, eine Waffenkammer, Weltall und wilde Tiere. André Robillard ist mittlerweile 83 Jahre alt und eben der letzte lebende Künstler, der noch von Jean Dubuffet, der den Begriff Art Brut geprägt hat, eben persönlich entdeckt worden ist und in diese Sammlung Collection de l'Art Brut aufgenommen wurde. Vom Ready-Made, vom Objet Trouvé über die Pop-Art bis hin zur Aneignungskunst, all das steckt da auch indirekt drin. Und so reflektiert dieses Gesamtwerk auch ein Stück weit die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ja, hier sehen wir André Robillard in seinem Universum. Er lebt noch immer auf dem Gelände der psychiatrischen Klinik in der Nähe von Orléans. Er war in dieser psychiatrischen Klinik zunächst Patient und dann aber als Hilfsarbeiter angestellt. Heute lebt er dort mit seinen Singvögeln und unzähligen Plüschtieren. Hier sehen wir zwei seiner Gewehre, denn er baut noch immer seine Objekte aus Schrott und Abfall. Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir hier seinen Kosmos im Kunstmuseum Thurgau zeigen können.